Das hatte ich schon bald wieder ganz vergessen. Also, ich habe meine Entscheidung getroffen. Mir wird jetzt noch ganz schlecht. Ich bin reingelegt worden. Nein, du hast dich mit meinen Federn schminken wollen. Es heißt mit fremden Federn schminken. Gott, du treffst mich in den Wahnsinn. Wir haben uns einfach überlegt, wir wollen auch mal ein paar Stücke selber schreiben. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, was für Carola und Sarah zu machen. Und es ist ganz, ganz schwierig, finde ich, einen guten Stoff zu finden für zwei Frauen. Da braucht man entweder dann einen jungen Mann dabei, dann kann man eine Dreiecksliebesgeschichte machen. Die gibt es aber natürlich auch schon sehr viel. Und dann hatten wir ja Dario Weber hier zur Verfügung. Und dann habe ich gedacht, gut, komm, dann machen wir den mal als kleine Rolle, als Erbonkel rein und die beiden streiten sich um das Erbe. Der wird hereingelegt. Ich werde dieses Miststück umbringen. Ich hatte ihr gesagt, sie sollte dir nichts sagen. Ach, ich hätte das doch sowieso erfahren. Warum? Du bist doch sowieso nur an deinen Gollen interessiert. Und was für den beißt du doch sowieso bald in den Löffel. Ins Gras! Ja, aber du gibst das doch hart ab. Egal, auf jeden Fall hättest du es nicht erfahren müssen. Aber wovor hattest du denn Angst? Dass du mir alles vererben könntest. Ich bringe dich um! Das würde Hannos Entscheidung allerdings erleichtern. Aber um mich umzubringen, musst du dich schon sehr anstrengen, denn ich werde dir zuvorkommen. Und jetzt hatte ich die beiden jungen Frauen, die kenne ich natürlich sehr gut. Die sind seit Jahren hier, spielen hier, arbeiten hier. Und ich wusste ganz genau, wie die ticken. Und als ich es geschrieben habe, das Stück, habe ich die schon im Ohr sprechen. Auf der Seite. Rechts geht manchmal, aber links will er überhaupt nicht. Ja, von vorne ist immer noch am besten, wie ich finde. Ja, die gute, altmodische Frontalposition. Ja, und sie soll ihn nicht schonen, hörst du? Immer dranbleiben, egal wie fertig er ist. Ja. Diesen Titel finde ich super. Der stammt übrigens nicht von mir, sondern ist in einem intensiven E-Mail-Wechsel mit Marlies Färber entstanden. Und Marlies hatte diesen Titel vorgeschlagen, nachdem sie auch das Stück gelesen hat. Marlies schlug dann Stutenbissig vor und das finde ich super, weil das Ganze hier ja auf einem Reiterhof spielt. Und Stutenbissig sind die beiden durchaus. Aber da ist natürlich auch noch mehr dahinter. Ich habe nichts dagegen. Jedenfalls werde ich mich nicht verbiegen, um an dein scheiß Geld zu kommen. Ich entscheide, wer erbt und wer nicht erbt. Nein, ich entscheide. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren, wenn ich dir mein Vermögen vermache. Dann lehne ich das Erbe ab. Ich lehne es nicht ab. Das ist nicht leicht. Bestimmt. Aber ich hätte euch ja gerne aufgenommen. Aber ich hatte mit Kindern einfach keine Erfahrung, weißt du? Wenn die Pferde gewesen wären oder Hunde, das wäre gegangen, aber Kinder auch. Ja.